Lernen und das innere Kind. Mhm. So. Mich interessiert erstmal, ich habe viel darüber gelesen, habe mich sehr viel darüber informiert und wollte wissen, wie hängt das überhaupt zusammen? Ja? Was für Erkenntnisse hast du über dieses Thema, über das innere Kind? Mhm. Also ich liebe innere Kinder, die sind so toll. Ja. Genau. Also jeder trägt ein inneres Kind in sich, weil jeder war ein Kind. Also man kann das innere Kind so als Botschaft für sich selbst wahrnehmen. Was ich beobachtet habe, ist einfach, wenn manche Menschen gesagt haben, oh, ich habe kein inneres Kind, das geht, also nee, damit kann ich, habe ich nichts zu tun. Dann habe ich mir gedacht, komisch, das ist doch jetzt nicht einfach so mit 40 auf die Welt gekommen. Ja. Sondern dieser Mensch muss doch auch ein Kind gewesen sein. Und das ist so dieses, jeder trägt ein inneres Kind in sich. Weil du warst ein Kind. Es ist einfach, es ist so, wenn du als Kind Dinge erlebt hast, positiv, negativ, mittel und einfach, es wird dir alles gespeichert. Das sind alles Erfahrungswerte und wir laufen, weil wir das auch mal als Kind gelernt haben. Und es ist ja alles so gespeichert. Deswegen, also das Gehirn speichert sich das einfach. Und dann ist es aber immer an diesem Zeitpunkt, wenn du mal Sprache gelernt hast. Klar verfeinert sich das immer mehr, aber ich habe eben auch gesehen, wenn du zum Beispiel mit 6 in ein anderes Land gegangen bist und da die Sprache mal gelernt hast, dann ist das auch so, dann ist wie so, wenn du dann sprichst, ist wie so ein 6-jähriges Kind in dir, wo dann so anfängt. Manchmal ist es dann schon ein bisschen, ist es manchmal 7, aber die Gestik verändert sich plötzlich und der Gesichtsausdruck verändert sich auch plötzlich. Und so habe ich eben gesehen, nein, das ist wirklich so, dass das innere Kind wie so eine Abspeicherung deiner Vergangenheit ist und so ein Eigenwesen entwickelt hat. Ja, ja, genau. Ja. Weil es ist ja auch so, wenn man als Kind Comics geliebt hat, ne? Und dann als Erwachsener Comics sieht, dann wird man ja plötzlich auch so, ja. Comics, ja. Schön, ja. Genau, dann ist es so, dann kommt das innere Kind wieder raus. Und im Endeffekt bleiben wir immer Kind, nur wir tun erwachsen, weil wir ja wissen, okay, was ist richtig, was ist falsch, das muss ich mich so geben, weil ich bin ja jetzt erwachsen, ich kann jetzt nicht einfach so auf dem Bett rumspringen. Und das innere Kind ist ja aber parallel immer noch da. Ja. Also wenn du dich zwingst, erwachsen zu sein, im Sinne von, ich darf dies nicht, ich darf das nicht, dann geht das innere Kind so ein und man bekommt so eine Grundtrauer, sag ich mal, also so eine Basis, wo man merkt, dieser Mensch ist irgendwie nicht ganz glücklich in seinem Leben. Ja, stimmt. Ich habe das auch bei mir ganz stark bemerkt, dass wenn ich mich abschneide von meinem inneren Kind, mein inneres Kind, was ist denn mein inneres Kind eigentlich? Mhm. Das ist im Prinzip jemand, der, ich sag mal, erforscht, ja, der nach draußen geht und ja, der begeistert ist, der neue Dinge in die Hand nimmt, der ausprobiert und ja, macht und tut, ja, ja, und der im Prinzip wissbegierig ist. Genau, ja, so, genau. Das ist so mein inneres Kind im Prinzip. Und genau. Der im Prinzip, ja, dem, ich sag mal, alles egal ist. Irgendwo, ja, ja, genau. Wirklich so. Was denkt jemand, Sorgen. Genau, der macht sich keine Sorgen, was denkt jemand über mich und so weiter und so fort, ja. Mhm. Natürlich gibt es auch Kinder, die anders geprägt sind, ja. Aber ich glaube, ja, das geht so in diese Richtung irgendwie. Genau. Ja, genau. Schön. Das Wesen ist wirklich diese Neugier, dieses Offensein, genau, dieses Erleben wollen. Ja. Und es geht dann, weißt du auch, wie du eben gesagt hast, es gibt Kinder, die sind da eher verschlossen. Trotzdem haben sie das innere Kind in sich. Es gibt ja einen Grund, warum sie verschlossen sind. Also ja, das Wesen eines inneren Kindes ist diese Neugier und Offenheit. Mhm. Und dieses Erleben möchten, keine Sorgen. Aber es ist auch nicht naiv. Also das innere Kind ist in keinem Fall naiv. Nein. Sondern es ist wirklich so, wenn es sozusagen eine Gefahr gäbe, also das heißt, das innere Kind würde nie auf die Idee kommen, inspiriert zu sein, am Abhang irgendwie zu springen. Also weißt du, wo es dann irgendwie runtergeht, ja, gell? An einem, genau. Sondern es fühlt sich erst inspiriert zu tanzen, zum Beispiel, wenn es eine weiche Wiese hat. Zum ja, Beispiel. Ja. Also das heißt, das innere Kind hat einen ganz großen Selbstschutz. Es würde dich niemals auffordern oder du würdest auch dieses Gefühl niemals haben, dass du dich in Gefahr bringst. Mhm. Ja, dass du zum Beispiel
so wie man denkt, Kinder seien irgendwie nicht ganz zurechnungsfähig. Ein Kind würde auch niemals einfach so in einen Löwenkäfig spazieren, weil es genau weiß, okay, es ist ein Löwe, ich kenne das Tier jetzt noch nicht, ich warte erstmal. Deswegen haben Kinder auch diese Schussfunktion von, dass sie erstmal warten, ne? Ja. Erstmal gucken, ja. Was ist denn das? Es gibt natürlich Kinder, die sind ein bisschen anders. Aber die Grundfunktion ist immer erstmal dieser Schutz, weil das innere Kind beschützt sich und dich, in dem Fall ja auch. Und wenn man sich das erlaubt, das innere Kind mal rauskommen zu lassen, heißt es nicht, dass man sich wie ein Kind verhält, dass man dann irgendwie anfängt, anders zu sein. Ja, doch, manchmal schon. Man albert mehr rum, ja, man albert mehr rum, aber vielleicht ist man sowieso eher so ein Wesen von, ja. Dass man mehr rumalbert, dass man eher mehr lacht. Aber man, wo viele Angst davor haben, das innere Kind rauszulassen, denken, dann, ja, dann muss ich ja so sein, so bleiben, ich muss ja so kindlich sein und sagen, ah, das weiß ich aber jetzt nicht. Mhm. Und das stimmt ja gar nicht. Ja. Klar verändert sich die Tonlage, das Verhalten, weil so diese Neugier ja rauskommt. Man ist dann einfach nicht mehr der Erwachsene, sondern man ist dann eben so eher so interessiert an Spiel zum Beispiel. Und dann sprichst du auch ganz anders. Da redest du ja nicht wie in einem Vortrag, der so abläuft, sondern da bist du einfach, du veränderst die Tonlage, du lachst, du findest irgendwas lustig und du verhältst dich ganz natürlich. Und das innere Kind, eben wie ich gesagt habe, wenn man sich davon abschneidet, wenn man sagt, nein, ich habe kein inneres Kind oder das Thema finde ich überhaupt nicht gut oder sowas, dann hat man eben so diese Grundtrauer. Also es ist so eine Art von, eben so wie ich gesagt habe, man ist nicht wirklich glücklich. Man findet im Leben keine Begeisterung mehr an etwas. Mhm, das heißt, okay. Das habe ich auch mal beobachtet, wo einer gesagt hat, wo ich dann gesagt habe, du, ich arbeite jetzt gerade mit meinem inneren Kind, das macht total Spaß, das ist doch auch mal. Und derjenige hat gesagt, nö, ich bin schon zu alt dafür, ich habe keine inneren Kinder, nein, das mag ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, dann halt nicht. Und dann 2 Jahre später habe ich diesen Menschen wieder getroffen und hat er gesagt, du, ich habe mein inneres Kind entdeckt. Und du hast recht, stimmt, das ist ja ganz anders, das Leben, man sieht das Leben dann ganz anders, wenn man das innere Kind entdeckt und es auch so ein bisschen leben lässt, sage ich mal. Und für mich ist es ja extrem einfach. Ich habe auch 2 Jungs, mit denen ich dann mein inneres Kind richtig ausleben kann. Und das finde ich auch toll, wenn die Mama dann einfach mitmacht und nicht dann so da sitzt und sagt, nein, ich mache da jetzt nicht mit, ich bin jetzt erwachsen. Sondern wenn ich da auch einfach mitgehen kann. Und wenn das innere Kind ganz gesund ist in dir, dann ist es einfach ein Teil von dir. Und man merkt gar nicht, wann kommt jetzt das innere Kind aus dir raus und wann bist du jetzt der Erwachsene. Sondern es ist einfach eins.